Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute einen super, super kuscheligen Schal, auch aus der Teddywolle gehäkelt, zeige ich euch gleich nochmal genauer, in sehr, sehr knalligen Farben. Ich habe hier Gelb dabei, ich habe hier Lila dabei, ich habe hier diesen schönen Bärenton dabei, super, super niedlich, mega kuschelig, auch schon richtig schön für den kommenden Herbst, ganz einfach in halben Stäbchen gehäkelt. Und ja, wie es genau funktioniert, wie ich den Schal gemacht habe, zeige ich euch natürlich jetzt. Ganz viel Spaß dabei. So ihr Lieben, los geht's tatsächlich mit diesem großen Knäuel hier von dieser Kuschelwolle in Pink, Lila und diesem dunkleren Lila-Ton, so ein bisschen bärig. Und ich mache daraus wirklich ein ganz einfaches Muster, einfach mal um zu testen, wie die sich häkeln lässt. Tatsächlich auch aus meinem Teddy-Haul von der letzten Woche, 160 Gramm, 100 Meter für 3 Euro. Wir haben das hier für 5er bis 6er Nadeln. Ich benutze auch meine 6er Nadel in diesem Fall. Wir haben hier 100% Polyester tatsächlich. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles Wichtige dazu. Also die Grundangaben. Und ich starte tatsächlich mit einer Luftmaschenkette. So. Und ihr seht hier schon die ganzen schönen Farbabschnitte, die dabei sind. Los geht's. Wie gesagt, wie angegeben, nehme ich die 6er Nadel. Für die 5er finde ich sie tatsächlich ein bisschen zu dick. Und los geht's. 3 Maschen habe ich schon mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Finde ich eigentlich ist eine ganz gute Breite. Ich nehme jetzt noch 2 Maschen zusätzlich für die Höhe und häkle jetzt in halben Stäbchen zurück. Das heißt, ich steche ein, hole den Faden durch, habe 3 Fäden auf der Nadel oder 3 Umschläge eher auf der Nadel und ziehe den Faden durch alle 3 durch. Einstechen, holen durch alle 3 durch, Umschlag, einstechen, holen durch alle durch und das einmal komplett bis zur anderen Seite rüber. Was ich sagen muss, das ist natürlich leicht unübersichtlich, also man sieht die Maschen hier, aber natürlich nicht so gut wie bei anderem Garn oder anderer Wolle. Dann nehme ich hier am Rand nochmal 2 Luftmaschen, drehe das Ganze einmal um und häkel dann zurück, auch in halben Stäbchen. Dabei haben wir hier oben die Maschenglieder liegen. So auf der Draufsicht sieht man sie sehr gut. Und hier tatsächlich auch die Ebene, wo man einsticht, ist jetzt hier in der zweiten Reihe deutlich besser zu sehen bei den halben Stäbchen. Also das lässt sich jetzt tatsächlich sehr schön häkeln. Und das häkle ich jetzt nochmal weiter und gebe euch dann natürlich nochmal ein Update. Und hier habe ich jetzt das erste Update für euch. Also es entwickelt sich wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe hier auch so ein bisschen tatsächlich so Color Pooling drin. Ihr seht hier diese Querstreben, die so rüberlaufen. Hier mit diesem lila Ton und hier mit Gelb und Pink. Hier verschiebt sich das tatsächlich so ein bisschen. Bin ich mir nicht sicher, ob hier tatsächlich dann die Farbe so ein bisschen wechselt. Hier habe ich dann andere Gruppierungen drin, also ob die Struktur der Farbanordnung sich ändert. Aber auf jeden Fall super interessant, das Ganze zu häkeln. Macht sehr viel Spaß und geht tatsächlich jetzt auch schön von der Nadel. Zeige es euch nochmal. Also man findet hier die Einstichstellen in den weiteren Reihen wirklich sehr, sehr schön. Und ich häkel jetzt natürlich einmal noch das Knäuel zu Ende. So ihr Lieben, inzwischen bin ich tatsächlich am Ende angekommen und lustigerweise habe ich jetzt hier auch wieder einen längeren Abschnitt in dem Gelb drin. Also ich kann mir tatsächlich wirklich vorstellen, dass die Wolle für das Color Pooling designt wurde. Müsste ich mir nochmal ein neues Knäuel oder mehrere für holen, um das wirklich einmal richtig gut auszutesten, was man damit tatsächlich für Muster machen kann. Hier
häkle ich jetzt noch einmal drauf und ziehe das Ganze dann groß raus. Ich hatte eigentlich noch 2 Luftmaschen gemacht, um tatsächlich nochmal mit einer Reihe anzufangen, aber dafür reicht das Gelb tatsächlich nicht aus. Man könnte natürlich noch einen gelben Abschluss machen, einfach eine Reihe mit Kettenmaschen oder mit festen Maschen drauf häkeln. Aber hier habe ich jetzt wirklich sehr, sehr hübsch eben das Muster liegen. Sehr, sehr süß. Hier auch nochmal mit so kleinen Streben, die eben so rüberlaufen. Hier eben diese Flecken drin. Aber das Ganze mit einer schönen Regelmäßigkeit drin. Also, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass Color Pooling hier möglich ist als Technik. Müsste man einmal nochmal testen. Schal ungefähr so 120 cm lang geworden. Sehr, sehr süß, super kuschelig. Ein bisschen kompakt tatsächlich. Ich hätte vielleicht doch die Achternadel nehmen sollen. Ja, ist trotzdem natürlich super kuschelig alleine durch die Wolle. Struktur, wie gesagt, ein bisschen eng. Ich hoffe natürlich, es hat euch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss!